Recurve Bow. Coole Sache. Wow, da haben wir einen guten erwischt. Wenn ich mir jetzt überlege, davon habe ich nur 7 Schuss. Wie viel habe ich jetzt bekommen? Ich dachte, ich hätte ordentlich was eingesammelt. Ja, von den Rounds wieder. Dammit. Mit Scharfschützengewehr renne ich allerdings nicht rum. Das ist das Problem an der Sache. Naja, gut. Auf jeden Fall Good Hunting. 2 Stück aus dem Weg geschaltet. Gefunden. Bauen wir uns doch mal noch eine neue Saline. Und damit ein First Aid Kit. Okay, die muss man 10er stacken, wie es aussieht. Ja, das sind unterschiedliche, haben aber dasselbe Symbol. Was ist das für eine Rotze? Naja. Ein Auto heißt normalerweise mehrere Leute. Das heißt, vielleicht sollte ich hier verschwinden. Machen wir auch mal. Flux hier in Abgang. Is this your base? Nope. Just coming through.
So, gehen wir mal weiter. Immer schön gucken, ob wir noch irgendwo ein bisschen Munition herkriegen. Jetzt haben wir zwar nur einen gebraucht, für einen zu erlegen. Allerdings hat das Auto wahrscheinlich schon einiges dazu beigetragen. Waffen, Waffen. Hier findet man irgendwie keine Munition in den scheiß Gebäuden. Also die kann man sich, ja, kann man sich merken, die kann man sich schenken. Da ist nix. Damn. Ich passe hier schlichtweg auf, wo ich noch was finden kann. Zum Assassinieren. Und meine eigenen Fußtapser irritieren mich manchmal gehörig. Über einen Zombies. Wir haben ja auch noch was da gelassen. Gar nicht mal so wirklich was. Schade. Den Typen im Auto hätte ich aber gerne noch gesehen. Das Ding kann man nämlich einfach mal kaputt schießen. Da macht's boom. Ich habe gerade einen mit einem Gewehr gehört. Aber eine Zombie-Horde ist mir auch noch nicht über den Weg gelaufen. Zumindest keine lebendige. Ich glaube, einmal haben wir ja eine Tote vorgefunden. Ich höre ein Schießen. Es kommt, glaube ich, von rechts. Irgendwo da hinten. Hm, und da haben wir noch die Police Station. Ein Punkt, den ich doch durchaus gerne mal mir anschauen möchte. Tür ist offen. Kein gutes Zeichen. Hier liegt was. Ebenfalls kein gutes Zeichen. Ich glaube, es ist unten einer in dem Basefloor. Spool of Twine. Hey ho, Nakedai. Schafft mir zu entwischen, ich glaub's ja nicht. Es ist echt ärgerlich mit den ganzen verschlossenen Toren. Ah, da hinten. Da hinten rennt einer. Tja, mit der Zombie. Hilfe, genatzt.
was it worth it? Why not? I mean, considering I had zero loot, was it worth it? Two shotgun shells, I mean, feels kind of like excessive. You find enough. You know, you saw that I had no guns on me, so... Double kill! Dip, dip, dip. Wo bin ich denn jetzt? Hat? Oh, Dreck. Ich bin am Damm. Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Eto, wie komme ich denn jetzt dorthin? Ich will mal wieder in die Großstadt. Das könnte dauern. Oh, das geht nicht mehr. Die Dauerlauftaste. Ah, oh, scheiße. Ja, gut. Das ist doch das, oder? Riesen River. Gut, es könnte auch Ruby Lake sein. Dann hätten wir hier hinten Cranberry. Das wäre auch möglich. Blöde eben nur, dass ich auf die scheiß Pistole umswitchen muss. Sonst hätte ich den anderen Typen auch noch platt gemacht. Ah, die Sachen behält man. Schön. Hätten wir hier den Rezept-Vibe, das wäre etwas nervig. Aber so ist es doch schön. Sehr schön. So, okay, ich habe jetzt wirklich keinen fucking... Ahnung, wo ich überhaupt bin. Doch, da hinten irgendwo ist der Damm. Ich bin in der Nähe von Cranberry. Da will ich aber gar nicht hin. Hinten rennt einer durch. Ich will nicht in Cranberry sein. Dann geht's hier in Richtung des Ortes, zu dem ich möchte, nämlich Blossom Valley. Ich will meinen Loot wieder haben. Bin mal gespannt. Der andere ist ja ebenfalls gestorben. Derjenige, der die Taschen jetzt als erstes findet, hat echt Luck. Ja, mal kurz gucken, ob ich da noch was finde drin. Ist ja eigentlich fast überall mittlerweile irgendwas. Brauche ich eine Nahkampfwaffe. Come on. Hier vielleicht. Kiste. Open. Open it. Oh fuck. You have no space for that. Ach, wahrscheinlich, weil ich so einen Kack-Ast drin habe. Ah, yo. Ach, so ein blödes Ding.